Ich will eigentlich jetzt gar keine Schweine jagen, aber ihr habt ja gesehen, die greifen sofort an. Ekelhaft. Und ehe die mich angreifen, mache ich sie lieber platt. So, wo ist jetzt die Kiste hin? Kiste. Ach, da unten ist noch ein Häuschen. Auch ein Bär. Ich sagte doch, die Schredder macht auch mit Bären kurzen Prozess. Das ist wunderschön. Also eigentlich, so viel ich weiß, sobald du die Schredder hast, musst du von nichts mehr Angst haben. Es sei denn, du bist nicht schnell genug. So. Bevor ich allerdings hier unten hingehe, reisen wir einmal zum nächsten Außenposten, um das Inventar zu entlasten und um uns munitionsmäßig aufzurüsten. Denn wir werden jetzt gleich eine Art Außenposten stürmen müssen. Oh, diesmal wenig Muni verbraucht. Und da brauchen wir eigentlich von jeglicher Art Munition so ziemlich alles. Warte mal. Wie sieht's denn aus mit dem Konsumartikel hier? Boah, immer noch 100%. Also wenn ein Tiere angreifen, beschädigt das nicht den Panzer. Das ist interessant. So. Ja, haben wir heute doch eine ganze Menge geschafft und lass mich mal sehen. Schon wieder eine Folge aufgenommen. Ja, ich trinke heute meine Getränke zu schnell weg. Das führt zu gewissen Pressuren und es führt dazu, dass ich halt diese Getränke nicht mehr habe und ohne hydriert zu sein, spiele ich nicht. So. So, nochmal sortieren. Ja, nö. Nö, nicht mehr da. Gut. Lass mich mal sehen, wie die Spritzengeschichte aussieht. Ja, Spritzentasche ist voll. Unfucking-glaublich. So, dann gehen wir mal auf die Map. Und ich werde mal hier diesen markieren. Yes. Ach ja, könnt ihr euch noch erinnern? Ja, hier war auch... von hier aus gingen auch einige epische Dinge aus. Ihr werdet es vielleicht wiedererkennen. Daher weiß ich jetzt auch, wie wir fahren müssen. War nicht hier irgendwo die Abzweigung? Ja, da vorne. Hier geht es jetzt gleich über die Brücke. Ach, Jason, hier ist Tagman, weißt du noch? Werde ich zu vergessen. Was gibt's? Da sind drei Typen von der dunklen Seite verführt und verraten die Rakyat. Weiß Luke Bescheid? Was? Mann, nein! Drei von Citras Kriegern haben die Seiten gewechselt und sind zur Heut übergelaufen. Die Jungs haben echt die Hosen voll und wollen die Kerle zum Schweigen bringen, bevor sie auspacken, klar? Wo sind sie? Die Typen werden in einer Werft festgehalten, Mann. Ich schicke Details. Oh, und Dennis will Fotos von ihren Leichen. Genau das. So, ich dachte, wir müssten jetzt hier noch weiter. Ach so, ja. Irrtum. Ich muss wieder zurück über die Brücke. Ah, ich hasse Brücken. Vor allen Dingen mit diesen wackeligen Jeeps. Ah ja, hier in die Richtung. Warte. War das nicht hier? Ja, hier war das doch. So, und das ist so eine Art also eine Art Außenposten. Auch dort gibt es einen Alarm, so viel ich weiß. Deswegen wird erstmal gut ausgekundschaftet. Oh ja. Da ist es. Ja, als ich das letzte Mal hier war, habe ich mich gewundert, dass da unten ein
Gelände war und dass da nur ein paar Schweine waren. Jetzt sind da ein paar Schweine mehr, ganz andere Art. So, erstmal hier oben irgendwo auf dem Aussichtspunkt und... Ah, das speichert es schon automatisch. Okay. Erstmal... Die Abtrünnigen befragen. Oh, das ist eine Menge, ne? Sehe ich richtig, ne? So, das sind die Abtrünnigen. Die soll ich erschießen und dann fotografieren. Ich sehe auch schon einen Alarm. Alarm, Alarm. Ich sehe auch jede Menge Sprengfässer, die zur richtigen Zeit hochgejagt mit Sicherheit von Nutzen sein können. Lass mich mal noch mal rauszoomen. Ja, sieht so aus, als wäre es nur ein einziger Alarmkasten. Nein. Das sollte möglich sein. Ja, schön. Aus dem Weg. Also ich weiß noch, letztes Mal bin ich da all guns blazing reinmarschiert und habe auch den Alarm ausgelöst. So, Köpfchen. Sniper ist auch durch. Fire against fire. So. Ja, läuft gerade. Okay. So, das war eine ganze Menge, die jetzt gerade den Löffel abgegeben haben. Jetzt muss ich eigentlich nur... Hier war das. Der Hund ist nicht gesund. Der Hund ist nicht gesund. Er trieft schon aus dem Mund. Und er ist jetzt ganz bunt. Besser gesagt rot. Ihr erinnert euch sicherlich. Nee, diesmal habe ich es nicht geschafft. Halt. Ah. Ja, schade. Hab gedacht, ich könnte die Blitzbirne vielleicht dorthin locken. Ja, und da die Wiegewaage, ne? Ihr erinnert euch, ach, was wir nicht alles schon miteinander erlebt haben. Oh, lock mich! Oh, guck mal, da ist einer von den Gesuchten. Der ist jetzt hinüber. Uiuiuiui. Schnell runter. Er will mein Gesicht wieder in den Außenborder stecken. Okay. Das finde ich zwar immer wieder fragwürdig, dieses Vorhaben, aber wenn er denn diese Fantasie hat, ne, jedem sei sein Fetisch gegönnt. Nö, hat er nicht. Er jagt gerade eure gesamten Leute in die Luft. Leiter. Schon wieder der Außenborder. Jetzt hören wir mal auf. Es. Ach, scheiß Wetter jetzt auch noch. Ah, gar nicht gut. So, die verstecken sich jetzt gut hier. Ich lasse Feuer auf sie herabregnen. Das heilige Feuer des Honk. Naja, das ergibt beim Regen mal so nur Mittelsinn. Okay. Gut, 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 gut. Ich will die Blitzbirne da unten noch haben. Die Jungs machen mir immer noch irgendwie leicht einen grippalen Infekt. Ah, nicht erwischt. Schade. Ah, jetzt kommt der hier hochgerannt. Der Vogel. Ah,
Oh. Ich werde hier glatt gespottet ohne Ende. Das spottet ja jeglicher Beschreibung. Wo er ist? Er ist hier. Aber wisst ihr, das sollte euer kleinstes Problem sein. Au, gleich macht's Peng. Ja, also wieder die Granate hier hochwerfen will. Ja, ach, das läuft. Guck mal. Ja, ich will mir mal die Blitzbirne holen. Die kommt mir hier irgendwie viel zu weit herum. Und da würde ich dann doch mal gerne sehen, dass die verschwindet. Hör auf mit deinem Außenborder, du Vogel. Wo ist denn jetzt die Blitzbirne hin? Ach, die Blitzbirne ist jetzt ganz nach dahin. Weißt du, ich will ihn von hier vorne abholen, ne? Und was macht der undankbare Kerl? Rennt jetzt nach da hinten. So, das war's mal mit der Blitzbirne. Wechsle Position. Das macht Spaß gerade irgendwie hier. Oh, warum habe ich den nicht getroffen? Ich habe gut gezielt, meines Erachtens. Strafe. Eieieiei. Leck mich fett. Oh, Wetter ist wieder gut. Ganz neue Möglichkeiten. Endlich kann man mal wieder was sehen. So. Scheiß Foliage of Steel. Nö, hat er nicht. Scheiße, ich hab doch getroffen. Aha. Wenn das so weitergeht, geht mir hier noch die Muni aus, weißt du das? Da muss ich tatsächlich noch mit dem Granatwerfer die Vögel da unten wegputzen. Ja. Wieder einer weniger. Da duckt sich dieses Schwein weg. Ah, das ist kritisch. So. Einer der letzten seiner Art. Jetzt kann ich es mal mich auch langsam wagen, da einfach reinzugehen. Nö, doch nicht. Ich sehe noch viel zu viele Marker. Nö. Ihr verkennt die Lage, meine Lieben. Ihr verkennt die Lage. Oh, Alter. Was haben die denn für Augen, Dicken? Aha. So, das war einer. Das war der nächste. Also, ich nehme mal an, das wage ich ganz einfach mal so zu behaupten. Was ist das da? Nö. Also da ist einer unserer Gesuchten. Okay. Der eine Vogel da, der versteckt sich. Er sagt aber, er geht mal nachsehen. Glaube ich nicht. Schlange. Ah, nicht doch. Alt. Okay, mal kurz dafür sorgen, dass wir hier nicht gleich abkratzen.
Also da leben noch zwei von den, also die beiden gesuchten Personen. Ja, da liegt einer im Wasser. Ich werde jetzt aber, ich soll die fotografieren, aber das werde ich jetzt nicht tun. Ich gehe da jetzt mit der Schredder rein und mache die platt. So, hinüber. So, der versteckt sich da im Basement. Ja, wer denn? Von wem redest du? Du denkst immer noch, deine Leute leben noch, ne? Hä? Der ist einmal hier rundherum gerannt. Ach ja. Ach, das macht doch Spaß. So, die Verräter sind hinüber. So. Bitte recht freundlich. Leider kann man übrigens diese Bilder, die werden nirgendwo gespeichert. Wurde mir zumindest so erzählt. So. Da hat sich jemand ins Wasser gebettet. Wie ich den fotografieren soll, weiß ich nicht. Vielleicht vom Steg aus. Warum? Moment. Er sagt 1 von 3. Hä? Ich habe doch den hier drüben bitte recht freundlich fotografiert. Nochmal. Ich glaube, die Scheuse ist verbuggt. Kann es sein, dass die Scheuse verbuggt ist? Ich glaube ja. Zwei von drei. Das hilft mal gar nichts. Ich muss den Auftrag unter Umständen nochmal starten, denn irgendwas ist da schiefgelaufen. Den haben wir schon fotografiert. Und hier, guck mal. Das ist der, den wir auch fotografieren sollten. Und warte mal. Vielleicht braucht er einfach nur eine andere Position. Ja, super, jetzt brennt es da. Leiter, es brennt. Na, endlich. War wahrscheinlich eine bestimmte Reihenfolge, in der die fotografiert werden mussten. Tja. Haben wir erledigt? Herc, ich habe die Bilder geschickt. Wunderbar. Das wird die Krieger aber freuen. Jetzt lassen Sie mich doch bestimmt rein. Was meinst du damit, dich reinlassen? Jetzt nicht, muss los. Ich bin gerade auf dem Weg zu Ihnen. Bis später, Peter. Bis später, Peter. Ciao mit V. Guck mal, ein Hai. Hi. Den da plündere ich noch aus. Und dann haben wir eigentlich diese Mission schon mal wieder erledigt. So, Hurk. Man kann sich Hurk beschreiben lassen. Okay, wir sollten diese Dinge alle mal lesen, aber jetzt lese ich das. Überwachungen haben ergeben, dass Hurk Barkassenkapitän ist. In direkten Gesprächen zeigte sich, dass er trotz seiner amerikanischen Wurzeln nicht weiß, wer die letzten beiden Präsidenten waren. Warum sollte man das auch?
noch die Nationalhymne beherrscht. Analyse: Bei diesem alten Knaben regt sich weder oben noch unten viel und erlebt hier auf der Insel, um irgendwann wie ein Eingeborener zu sein. Oh ja, und dann wären da noch die Affen. Ja, das hatten wir ja schon alles. So, ich habe eben gesehen, wir haben einen neue das können wir ignorieren, dass da eine neue Mission ist, weil die können wir noch gar nicht machen und ich weiß auch warum. Fähigkeiten. Ich habe nämlich einen neuen Punkt bekommen und der Punkt dabei ist ganz einfach mal. Naja, wir können wahrscheinlich nur... Ah ja, hier das ausweichende Fahren. Mit einer ausweichenden Fahrtechnik erleidet dein Fahrzeug 50% weniger Schaden. Interessiert mich zwar eine Wurst, aber nun ja, es gehört dazu. Vielleicht kommen wir später auch dann mal irgendwann weiter. Hier oben, die interessieren mich eigentlich am meisten. So. Meine lieben Leute von heute. wir müssen uns wieder mit dem Arsch hier treffen. Mit Buck. Warte mal, wo genau sind wir jetzt? Hier ist noch eine Übergabeaufgabe, aber das ist in der Nähe vom roten Bereich. Das ist mir dann doch noch ein bisschen zu brenzlig, das Ganze. Ja, eine Pressur regt sich mal wieder. Und deswegen, Entschuldigung an diejenigen, die das nicht wissen wollen, deswegen sage ich ganz einfach mal für jetzt ciao mit Baby Buck, das alte Drecksding. Für den müssen wir da mal wieder was machen. Ich weiß nicht, wie lange ich noch mache. Ich werde auf jeden Fall den Kaffee noch austrinken. Für jetzt verabschiede ich mich erstmal. Bis zur nächsten Folge.